Ja, die Corona-Krise hat uns alle kalt erwischt. Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür und somit betrifft es natürlich auch ganz extrem uns Sportler. Die Spiele sind momentan nicht abgesagt. Ich muss weiter trainieren, ich muss mich vorbereiten. Deswegen habe ich ein ganz kleines Trainingskern um mich herum aufgebaut, von ein, zwei Sparringspartnern und meinen Trainern natürlich extrem gebrieft. Wir halten uns fern von großen Menschenmassen. Wir desinfizieren und waschen uns die Hände so oft es geht. Ringen ist natürlich eine Vollkontaktsportart und natürlich muss man da extrem vorsichtig sein. Und natürlich schwebt die Angst auch hier mit in meinem eigenen Trainingszentrum trotzdem. Man kann sagen, ich habe mein eigenes Quarantänecenter hier aufgebaut. Ich habe der Allgemeinheit nun auch verbieten müssen, hier zu trainieren, einfach zum Schutz. Ich selbst, für mich, habe keine Angst, weil ich einfach gesund im Leben stehe und es im Worst-Case-Fall keine schlimmen Auswirkungen hat. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, auch mit Rücksprache mit meinen Ärzten. Aber ich habe, wir wohnen hier in 4 Generationen auf dem Hof. Ich habe eine kleine Tochter, ich habe eine Oma, wo mittlerweile Uroma ist. Und ja, da muss man dann schon vorsichtig sein und auch ein bisschen präventiv einfach arbeiten. Deswegen, es gibt keine Umarmungen und Küsse mehr für die Oma. Ja, und zum Schluss, das habe ich durch den Sport gelernt, man muss die Situation schnellstmöglich akzeptieren. Man muss vorsichtig sein, man muss das Beste aus der Situation machen, aber man darf nicht in Panik verfallen. Und dann kann man vielleicht auch in jedem Negativen zu 100% was Positives rausziehen. Vielleicht hat man jetzt die Zeit, mal mit seinen Liebsten mehr zu verbringen, sich auf das Wesentliche wieder zu konzentrieren und gestärkt aus dieser Krise rausgehen. Ich wünsche es euch. Ciao.